Ja, hört man mich ganz hinten? Ja, ne? Gut. Ja, ich wollte nochmal für... alles gut, Herr Pfarrer. Jetzt habe ich ja echt ein Problem. Ich hatte mich gefreut, dass ich die Kinder hier vorne mit einbinden kann. Und jetzt sind alle meine Kinder weg. Aber gut. Es sei euch gegönnt. Ich glaube, ihr braucht ein bisschen Beinfreiheit an der Stelle. Ja, Kinder im Mittelpunkt, Gesang und Tanz, so haben wir es eben gesehen und so soll es sein. Aber nichtsdestotrotz sind ja so 2, 3, 4 Kinder hier vorne, die mich sehen und hören. Ja, ne? Ihr lieben Kinder, wie gefällt euch eure Kindertagesstätte und jetzt die neue Krippengruppe? Könnt ihr das mal laut und deutlich mit einem lauten Schreien oder Ja mir zurückmelden? Gut, das war ein Ja. Danke, damit sage ich mal, es gefällt Ihnen. Ja, liebe Kinder, lieber Herr Schramme, liebe Kindertagesstättenteam, liebe Eltern, Familien sowie sehr verehrte Ehrengäste und Gäste. Mein lieber Herr Pfarrer Richbock, vor 3 Jahren fertig sein, das weiß ich nicht, da müssen wir nachher nochmal sprechen, wo das so herkommt. Ja, aber es waren rund 6 Jahre Planung, Förderanträge und Bau, bis es nun vollbracht ist. Und trotzdem freuen wir uns heute ganz besonders über das gelungene Ergebnis. Und den Hinweis möchte ich mir gestatten, der Klaus Thielemann wird gleich noch was sagen. Das Längste an dem Prozess, dass so eine Krippengruppe gebaut und eröffnet werden kann, das sind die Vorplanungen, Antragstellung, das Deutschlandtempo ist es, was das so lange hinauszögert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sage ich mit leichter Ironie und Kritik, denn wenn das Deutschlandtempo Deutschlandtempo wäre, dann wären wir schon locker vor 2 Jahren dort eingezogen. Aber gut, wir haben dann das Deutschlandtempo so zu akzeptieren und freuen uns trotzdem, dass es heute gelungen ist. Und einen möchte ich vertreten hier vorne und so schnell, meine sehr verehrten Damen und Herren, rückt mal der Kreisspitze auf den Leib. Die lässt sich entschuldigen und hat mich gebeten, sie zu vertreten. Ich weiß nicht, wie es mit der Besoldung abbrechen, aber das kriegen wir auch schon hin. Ja, herzliche Grüße von unserem ersten Kreisbeigeordneten, Karl-Friedrich Frese. Er ist aus familiären Gründen leider kurzfristig nicht hier. Er lässt sich entschuldigen. Richtet aber den großen Dank an alle beteiligten Partner des Umbaus und Ausbau. Und ja, er freut sich auch für uns alle mit, dass wir diese Kita über die 3. Gruppe, also um die Krippengruppe, erweitern können. Ja, ein toller, moderner Kindergarten und das an einem Standort. Das ist besser für alle Kinder und auch fürs Team. Und nun können wir an einem Standort Sicherheit, Geborgenheit geben sowie Wissen vermitteln. Es werden Freundschaften bei euch Kindern entstehen, die, egal wo ihr hingeht, die Grundlage für Erinnerungen und ein ganzes Leben sein werden. So soll es sein, so ist er schön und so soll es auch bleiben. Unser Bauplaner Klaus Thielemann, der wird Ihnen gleich zu den technischen Details und auch zu den Kostenprognosen ein paar Informationen geben. Aber vorab dazu. Bedanken möchte ich mich an der Stelle auch schon mal vorab. 2, 3 Danks kommen gleich von mir hinterher noch. Durch die Zuschüsse, die wir bisher in rund 350.000 Euro Höhe bekommen haben von Bund, Land, Kreis und Kirche, mit ungefähr einer Zuschusshöhe von geplant 400.000 Euro, war uns es möglich, diese Erweiterung in der Form mit einem angemessenen kommunalen Delta zu finanzieren. Das Gesamtprojekt hatte mal einen Kostenrahmen von am Ende jetzt um die 800.000 Euro in der Planung. Der Klaus Thielemann wird da sicherlich gleich 2, 3 Sätze zu sagen. Jeder kennt die Baukostenentwicklung aus der Vergangenheit. Wir sind gespannt, wie er gebaut, geplant hat und ob wir da einigermaßen gut über die Runden gekommen sind. Ich bin ganz zuversichtlich. Ja, vielleicht auch zu der Baumaßnahme an sich ganz kurz. Wer sich an den ersten Teil des Kindergartens erinnert, das ist seinerzeit unter anderem auch an einen Generalunternehmer gegangen. Das wollten wir bei dieser Baumasse nicht. Wir haben das extra nicht so gemacht an keinen Generalunternehmer. Das hat einen ganz entscheidenden Grund. Die Bauweise hier mit der Vergabe der Planung vor Ort, aber dann vor allen Dingen mit der Vergabe der Einzelgewerke, das ist dann auch eine Chance, und unseren heimischen Betrieben hier in der Stadt oder auch im Landkreis eine Chance auf die Gewerkevergabe zu geben. Und das ist uns, glaube ich, unterm Strich
gut gelungen, weil ein Großteil, fast nahezu alle Gewerke hier bei heimischen Betrieben in der Stadt Lichtenfels oder aber auch bei Firmen im Landkreis Waldeck-Frankenberg trotz Vergaberechts, was ja teilweise europaweit ist, vergeben werden konnten. Und das war der Hintergrund auch entsprechend dieser Art und Weise der Vergabe, die wir vorgenommen haben. Also nicht an einen großen Generalunternehmer, der ganz weit weg ist. Ja, das denke ich auch ist dann zum Teil regionale Wirtschaftsförderung. Abschließend, und die Kinder haben schon eine gute Stunde artig hier zugehört und mitgemacht, deshalb möchte ich schnell zum Ende kommen, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die an diesem Projekt mitgewirkt haben, den verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen im Rathaus sowie unserem Bauhof, dem Kindergartenteam, unserem Architekten Klaus Thielemann mit all seinen beteiligten Planern, den ausführenden Firmen, die heute auch teilweise alle hier sind, den Menschen in der Nachbarschaft und der Umgebung des Bauprojektes und natürlich auch, die sitzen auch teilweise hier, den kommunalen Gremien für die Freigabe der Mittel, sowie auch dem Kulturkreis hier in Sachsenberg, denn sie hat uns ja in den letzten Jahren Obdach gegeben für die Krippengruppe, weil die ist ja nicht neu jetzt, sondern die haben wir ja schon eine Weile, nur jetzt haben wir sie an einem Standort gehoben. Dem Kindergartenteam wünsche ich Freude an der Arbeit in den neuen Räumlichkeiten und euch, lieben Kindern, wünsche ich eine erlebnisreiche, eine glückliche Zeit. Jetzt ist der Anbau fertig. Wir haben es für euch gebaut als zweites Zuhause bis zum Übergang in die Grundschule und vielleicht auch darüber hinaus. Ich bedanke mich auch für diejenigen, die an heutigen Tag Planung und Organisation übernommen haben und wünsche uns jetzt einige gemütliche Stunden, vielleicht einen schönen Blick in den neuen Anbau und wirklich einen schönen, geselligen Nachmittag und dass wir das Kinderlachen und das Kinderstrahlen alle mit nach Hause nehmen können. Vielen Dank. Besser, man hätte sich vorher abgestimmt. Vielleicht hätten der Bürgermeister und ich uns mal kurz schließen sollen. Jetzt werde ich einiges wiederholen. Ich versuche es ein bisschen anders zu formulieren. Begrüßung. Mir geht es genauso wie dem Bürgermeister. Ich hätte jetzt natürlich gerne mindestens 40, 50 Kinder gesehen. Denn hier steht zur Begrüßung, hallo liebe Kinder, liebe Eltern, sehr verehrte Damen und Herren. So ein Tag wie heute ist natürlich Anlass, Danke zu sagen, so wie der Bürgermeister das schon begonnen hat. Und mein erster Dank gilt natürlich den Kindern. Ich bin sehr froh, dass es hier die Kinder gibt. Ich bin sehr froh, dass es so viele Kinder gibt. Gut, vielleicht hätte ich mich da auch bei den Eltern bedanken müssen. Denn ohne die vielen Kinder hätten wir keinen Auftrag bekommen, für die Kindertagesstätte Sachsenberg eine dritte Gruppe zu bauen. Und da bin ich schon beim Dank an den Magistrat. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie uns das Vertrauen geschenkt haben, diese Bauaufgabe zu übernehmen und zu betreuen. Ich bedanke mich auch, wie der Herr Schiller schon gesagt hat, bei den Planern, bei den Behörden. Und ganz besonders, und das ist hier wirklich mehr als zutreffend für die beteiligten Firmen. Es sind alles Firmen aus der Region, haben wir gerade schon gehört. Und alle Firmen haben mit großem Einsatz, mit viel Engagement, für mein Verständnis eine gute Leistung gebracht. Es war eine tolle Zusammenarbeit, es war ein angenehmes Verhältnis. Das war eine Baustelle, die man sich von Seiten der Handwerker so wünschen kann. Wir pflanzen und wir säen immer wieder in der Hoffnung, dass es wächst, dass es blüht, dass es gedeiht und dass es Früchte bringt. In einem Kindergarten wird auch ganz viel gepflanzt und gesät, gehegt und gepflegt, damit es wachsen kann. Den schönen alten Begriff Kindergarten, den gibt es ja ganz besonders hier in Lichtenfels in den unterschiedlichen Einrichtungen. Der ist ein bisschen verdrängt worden,
von dem Wort Kindertagesstätte, das ja sozusagen ein umfassenderer Begriff ist und Kindergarten, das Wort ist sogar ins Englische hinübergewandert. In welche? Soll ich schreien oder soll ich 1, 2, 3 sagen? Auf 1, 2, 3. Oh, Erda. Sven, wir bleiben, wir kennen uns, wir kommen aus dem selben Dorf. Großer Tag für den Kindergarten Sachsen-Aus, aber auch für den Leiter. Ne? Sachsenberg, wenn ich für besser Sachsenberg, darf. Ja, Entschuldigung. Ja, ein sehr großer Tag. Nach langem Warten haben wir jetzt endlich unseren Anbau bekommen. Wir haben 4 Jahre übergangsweise in dem alten Kindergarten noch die Kinder betreut und jetzt haben wir endlich einen Standort, wo wir sagen können für Sachsenberg, für Lichtenfels, dass wir hier eine ganz tolle Bildungsarbeit leisten können. Viel Platz, auch ein schönes Außengelände und moderne Räume. Das auf jeden Fall. Es ist alles vorhanden, so wie wir es brauchen, um die Kinder bestmöglich vorbereiten zu können. Ihr seid auf Wachstum ausgerichtet, das heißt, ihr könnt noch aufnehmen hier. Wir können momentan noch aufnehmen. Wir haben hier Kinder von 1,5 bis zum Schuleintritt. Und ja, derzeit sind noch ein paar Plätze frei. Wie viele Kinder habt ihr überhaupt? Wir haben theoretisch 62 Plätze. Derzeit haben wir eine Integration mit dabei. Das heißt, wir dürfen nur 57 Plätze vergeben. Und im letzten Jahr, also jetzt im Sommer, hat uns ein großer Jahrgang mit 19 Kindern verlassen. Das wird jetzt erstmal ein bisschen Zeit brauchen, bis das alles wieder aufgefangen ist. Also wir sind noch nicht ganz voll im Moment. Hier kommen nicht nur Sachsenberger Kinder hin? Nein, auch die Kinder aus Neukirchen und Dallwegstal und nachmittags in der Nachmittagsbetreuung die Kinder aus München. Mit wie vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bist du hier bei der Kinderbetreuung? Wir haben derzeit 10 Fachkräfte, eine FSJlerin und eine PIA auszubilden. Das reicht. Das ist ausreichend, sind nicht alle in Vollzeit, aber von den Stunden her passt das. Wir haben hier Top-Bedingungen für den südlichen Lichtenfelser Bereich. Das heißt, es macht auch einen Leiter eines Kindergartens ein etwas leichteres Leben. Man kann sich also mehr um Administration und Kinder kümmern. Genau, das passt. Also personell sind wir gut aufgestellt vom Gebäude. Sind wir perfekt aufgestellt, also haben hier einen Top-Standort. Natürlich mit einem wunderbaren, riesigen Außengelände, hat man auch nicht immer. Das stimmt, das ist riesengroß, sehr übersichtlich, hat leider ein bisschen wenig Schatten, aber dafür haben wir ja heute noch ein paar Bäume gespendet bekommen. Ja, also die sind alle noch ein bisschen klein, die Bäume, die kommen noch, das gibt der Schatten und man hat ja auch mit dem Sonnensegel behelfen. Genau, genau. Also du bist zufrieden mit... Ich bin zufrieden, wir haben hier... Was hier, Top-Stand. Die Kirche und so weiter. Ja, Sven, einer der wenigen männlichen Kindergartenleiter hier im Kreis sowieso. Es werden immer mehr und gerade bei mir im Team sind wir mit 2 männlichen Kollegen. Ich habe noch einen weiteren Kollegen mit dabei. Ich denke, da sind wir überdurchschnittlich gut ausgestattet. Ja, aber das ist wichtig für die Kinder. Auf jeden Fall. Das ist ja eine Grundschule, die ein total weiblich ist, aber wir nennen das hier und bei den Kindertagesstätten, in dem Fall hier im Kindergarten, fehlen ja oft auch die männlichen Bezugspersonen. Ne? Das ist so, aber es wird in letzter Zeit immer mehr. Wie gesagt, wir sind hier mit 2 männlichen Kollegen, das ist schon mal gut und auch das aus der Erfahrung, es wird immer mehr. Schönes Fest heute mit Tag der offenen Tür. Viel Spiele. Es gibt noch einige Attraktionen. Sven, da werden wir uns sehen. Vielen Dank. Dankeschön. Genau. Ja. 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 Ja.
Wir bauen Musikinstrumente. Aus Löffeln oder aus alten Toilettenpapierrollen? Mit unserer Luft! Kurzaktion! Genau. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben die besten Zukunftskünstler der Welt hier bei uns im Kindergarten. Die haben sich so viel Mühe gegeben, da ist ein Monet nichts gegen. Also, ich hoffe, die Portemonnaies sitzen nicht ganz so locker, weil das ist alles wertsteigernd. Wir haben verschiedene Mal- und Basteltechniken mit den Kindern ausprobiert, die wir jetzt heute versteigern wollen. Der Erlös kommt vollumfänglich den Kindern zugute. Zum Ablauf. Ich habe zwei ganz tolle Assistenten und Assistentinnen dabei. Die halten die einzelnen Kunstwerke gleich hoch. Ihr bietet da drauf, der Höchstbietende bekommt das Kunstwerk. Meine beiden Assistenten bringen das Kunstwerk zum Platz. Es wird direkt und bar bezahlt, wie das halt bei Bares für Einzigartiges so ist. Unser erstes Bild sind Korkabdrücke von 3- und 4-jährigen Kindern. Mein Assistent geht damit gerade rum und für das Bild haben wir ein Startgebot von 2,50 Euro aufgerufen. Wer bietet 2,50 Euro? Keiner, der dieses Kunstwerk erwerben möchte. 2,50 Euro haben wir. Wunderbar. Wer bietet 3 Euro für das Kunstwerk? 3 Euro haben wir. 3,50 Euro. 3,50 Euro haben wir auch. 4 Euro. Ja. 4 Euro sehe ich nicht. 3,50 Euro zum ersten, zum zweiten und 5 Euro haben wir. Ah, 5 Euro. Geht jemand auf 5,50 Euro? Ich sehe keinen mehr. 5 Euro zum ersten. Zum zweiten und für 5 Euro verkauft.